ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für Freitag, den 11.09.2020. Und unser DAX hat einfach ein bisschen zu viel Löschwasser vors Gesicht bekommen. Also der ist schon fast abgesoffen hier. Ja, im Grunde ist er eigentlich abgesoffen. So richtig richtig Optimismus kam da nicht rein zum Donnerstag. Das muss man schon so sagen. Der hat sich oben in dem Bereich um 300, 250, der war ja jetzt ja eigentlich wichtig. Oben 360, 350, die hätte er noch machen können. Pff, da war ja gar nichts von zu sehen. Also der hätte ja übel Probleme gehabt, an der 300 sich überhaupt nach oben zu halten. Und dann ist er unter 300 halt die ganze Zeit immer wieder nach unten gepusht worden. Und das hat er auch nicht lange durchgehalten. Und dann ging es jetzt so 100 runter. Und am Abend muss ich ganz ehrlich sagen, also der hätte so viel Volatilität drauf gehabt noch. Das wird bestimmt ein größeres Gap. Also da sollte man ein paar Punkte jetzt einplanen. Also, weiß es nicht. So, und Gap-Raten ist immer, ist eigentlich das Undankbarste, was man machen kann. Aber ich würde mich nicht wundern, wenn der hier 100 Punkte hoch oder runter gapt jetzt. Also, so viel Volatilität. Der ist in ga die ganzen letzten Minuten jetzt hier teilweise noch 30 Punkte auf eine Minute gesprungen. Also, das ist schon viel gewesen. Das ist wirklich viel gewesen. Viel Volatilität am Abend noch. Deswegen sollten wir vielleicht ein bisschen gucken, was hatten wir jetzt hier noch gesagt? Wir hatten gesagt, runter zu 13.135 wäre jetzt das Ziel, weil er ja hier eben die Reaktion an der 200 nicht hatte. Dafür an der 300 schön abgedreht ist, war hier eben denkbar, dass er runtergeht bis 13.135, 13.160. Die sollten wir im Visier haben, die ist gekommen. Und darunter auch die 13.80. Da fehlt noch so ein kleiner Tacken. Ich glaube, wir waren erst bei 94. Kann aber gut sein, dass wir da jetzt durchgappen. Und sollte der durchgappen, glaube ich, geht er auf die 69. Das war das Xetra oben vom Vortag, der uns so nach oben gebracht hat. Das war Xetra oben. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass wir da drauf gehen. Und dann würde ich schon so sagen, diesen Short-Trigger, den wir hier mit hatten, den können wir dann da eigentlich auch schon fast so dran stellen. Weil wenn er unter die 69 geht, geht halt auch ein bisschen Risiko auf der Unterseite auf. Ich nehme mal an, das Band kommt hier hoch, das kann dann ein bisschen dauern, dann wird es bestimmt ein bisschen sperrig haben, aber der kann ja gut und gerne, ja, ich schieße mal jetzt hier so ins Blaue, gut und gerne nochmal auf die 800 zurück. Mal das Gap bei 850 noch zumachen. Ja, man muss so machen, das sieht doof aus, oder? Das sieht doch unpassend aus, würde mich verwundern. Gap zumachen, hier noch bei 8,50. Da liegt noch ein offenes Gap, ein Xetra-Gap. Also hier den Freitag hat er, glaube ich, den Xetra-Handel geschlossen bei 8,45. Da waren wir noch nicht wieder. Das heißt, das ist noch offen, das Gap. Und wenn er noch tiefer geht, ja, dann ist die 6,40 wieder dran. Das soweit der Blick auf den Freitag auf der Unterseite. Muss jetzt natürlich nicht jetzt heißen, dass er jetzt hier absolut abschmiert, weil wir sind jetzt hier noch in der Bewegung drin. Das sieht auch eigentlich, wenn wir mal gucken, wir sind jetzt eigentlich schon mal recht konstant. Ein Tag gestiegen, ein Tag gefallen, ein Tag gestiegen, ein Tag gefallen. Wäre jetzt eigentlich mal wieder ein Ansteigetag dabei. Ja, das heißt, sollte der DAX ansteigen, der wird sich durchaus ein bisschen höher schon ansetzen, wird schon so sagen, so oberhalb von 13.150, das wird mir schon genügen. Oberhalb von 13.150 kann unser DAX gut und gerne dann sich langsam hochschieben zur 13.300 wieder. Und ich glaube, dann werden wir auch oberhalb. Das sieht doof aus in der Analyse, oder? So hässlich haben wir noch nie gemalt. Warum sieht denn das so komisch aus heute? Ich möchte Ihnen halt nicht viele Reaktionspfeile reinzeigen, weil der Freitage ja in der Regel immer recht straight durchgehen halt, ne? Also die zeichnen sich ja eher dafür aus, dass sie durchziehen. Oft haben wir zu Freitag tatsächlich eher seitwärts. Das sieht doof aus, oder? Ich weiß nicht. Kann man es so stehen lassen? Aber ist so. Was soll ich anders machen? Könnt ihr nur so kleine Pfeile nach oben malen? Ja, kommen Sie, wir malen noch einen kleinen Pfeil nach oben, dann fühle ich mich besser. Malen noch kleine Pfeile nach oben, machen wir den hier hin. So, gucken Sie mal. Ja, kann man sagen, hier, wenn der abschmiert, die 13.000, 13.20, die sollte man natürlich nicht vergessen. Kann auch wieder gut Stress machen, ja. Und ansonsten gibt er da durch, geht er hier unten drunter schon die 12.69 mit einplanen. Und wie gesagt, die 13.020, 13.000, die hat immer reagiert, die war immer für ein paar Punkte gut. Also gerade so, das ist momentan Traders Lieblingsmarke, ne? Die reagiert da eigentlich fast immer. Also sobald die mal irgendwann nicht mehr reagiert, ich glaube, dann kann man davon ausgehen, dass dann langsam ein neuer Trend losgeht.
Ja, und ansonsten haben wir das hier, die 850, können wir eigentlich genauso machen. Machen wir auch hier noch eine kleine Reaktion. Aber dort sollten Sie halt immer abwarten. Dort sollten Sie aufpassen, dass der auch tatsächlich reagiert. Weil wenn er da nicht reagiert, reagieren heißt, eine grüne Kerze vor allen Dingen dann auch dran setzen. Wenn er nicht reagiert, geht halt einfach weiter durch. So, und hier oben müsste man eigentlich das genauso machen. Müssen auch sagen, dass wir eigentlich davon ausgehen müssen, dass die 300 auch nochmal nach unten verteidigt. Und sollte der dann aber höher gehen, also das ist dann demzufolge auch eine Reaktionsmarke, vielleicht so im Bereich um 260, würde ich sogar sagen. Ne? Im Bereich um 260 wird er bestimmt schon nach unten rutschen. Er wird gar nicht an die 300 machen und dann später hochgehen. So, kriegen wir es hin. So, ja, da haben wir das vielleicht ein bisschen abgesteckt. Also, kriegen wir einen grünen Konter rein zum Morgen, drückt den DAX wieder hoch, über 1,40, über 1,50. Schon bis 2,60, 2,50 einplanen. Ne, das war hier der Tagesschluss vom Mittwoch. Da von unten einmal dran, das reagiert bestimmt für ein paar Punkte. Das dürfte ein bisschen Geld einbringen. Ansonsten über 300 haben wir jetzt Kaufsignale Richtung 350, 360 und viel, viel, viel weiter. Ne, der geht dann oben richtig in den Trend rein. Und ansonsten geht er jetzt hier unten drunter. Wie gesagt, die 69, die 13,20, die 13.000, also 13.000, 13.020. Und ja, alles, was dann tiefer geht, ist natürlich hier Risiko im Chart, ne? Ohne Ende. Ohne Ende. Ohne Ende. Also auch eine 8,50. Weiß nicht, ob das jetzt zu viel verlangt ist für den Freitag, aber wir haben halt viel Volatilität. Lass uns den mal mit 100 Punkte Gap reinkommen, ne? Also wenn das oben ist, dann kann er gut und gerne hier eine 400 schaffen, eine 350, eine 360. Lass uns den mit 100 Punkte Down Gap reinkommen, dann steht er ja schon an 13,20. Dann ist so eine 8,50 ja auch nicht so ein Akt, sag ich mal, ne? Wenn ich zu viel erwarte, wird es vielleicht einfach nur ein Seitwärtstag zwischen den zwei Marken, aber ich würde schon ausgehen. Wir haben hier eine dreiwellige Bewegung nach oben, also ich würde dem schon mal gucken. Wir gucken mal an, wie er reinkommt und wie er sich schlägt. Vielleicht bringt er uns auch ein schickes Aufwärtsgap rein, kontert sich aus, drückt sich wieder hoch an die 260. Ich glaube, damit wird er fast mehr Leute ärgern, als wenn er unten hingeht. So vom Gefühl. Ich glaube, damit würde mehr Leute ärgern. Und dann könnte das vielleicht schon eher. Na, also auch in der Aufwärtsbewegung haben viel mehr Leute gestöhnt, wie jetzt in der Abwärtsbewegung. Ja, und auch in der Abwärtsbewegung. Und hier auch Montag haben viel mehr gestöhnt, hier haben viel mehr gestöhnt. Das zeigt eigentlich, dass die Leute ihren Schmerz oben haben. Und von daher wäre es schon denkbar, über 13,150, dass er uns hier in die 13,250, 13,260 nochmal reinläuft. Und vielleicht bleibt es ja dabei. Ja, gut. Damit können wir das zumachen. Im Tagesschart nochmal interessant zu sehen. Im Tagesschart nochmal interessant zu sehen, dass es nicht so richtig angenommen wurde. Ne? Hat ihn wieder runtergedrückt. Man hat ihn vor allen Dingen runtergedrückt von der Gelegenheit, aus dem Band oben rauszusteigen. Ja, und so langsam wird das schon eine ganz schön lächerliche Veranstaltung hier. Also da muss bald mal irgendwie was auflösen. Aber das wird auch bald auflösen. Man merkt es an der Volatilität. So wie das jetzt immer im Bereich so zwischen, ich sag mal, 13.100 und 12.900, so wie da die Volatilität momentan immer wieder hochgeht. Versucht man sich jetzt von dem Niveau wegzudrücken. Der versucht es. Das wird nicht mehr lange dauern. Also das dauert keine 4 Wochen mehr. Und er steht 500 Punkte woanders. Das denke ich schon. Das ist relativ greifbar jetzt hier. 3 Monate seitwärts und jetzt fährt er langsam hoch. Die Ausschläge werden immer größer. Pendelt hier immer wieder und 13.100, 12.900 immer wieder hoch und runter und versucht es oben drunter, versucht es unten drunter. Irgendwann knackt er einfach durch und dann rennt er. Ja. Gut, Freunde. Damit können wir das zumachen. Also hier gibt es jetzt erstmal nicht wirklich einen Impuls raus. Eher nach unten, aber die Vorkerze war eher nach oben. Die davor war eher nach unten. Die davor war eher nach oben. Er hat immer genau das Gegenteil gemacht. Und das jetzt seit fast 6 Tagen. Da würde ich jetzt auch nichts drauf geben. Das muss man so sagen halt. Ne? Das ist ja alles. Jede Kerze hier fast. Jede Kerze hat in die andere Richtung am nächsten Tag gewirkt. Also wenn er das fortführt, ging es jetzt nach oben. Kann man einfach nicht rausinterpretieren. Weiß nicht, da kann ja auch auf rot oder schwarz beim Roulette setzen und am Ende wird es die Null. Also, dann lassen wir es einfach weg. Warten wir, bis der aus dem Band rausgeht. Das war ja, glaube ich, die Kernaussage, die wir gemacht haben. Der geht jetzt bald aus dem Band raus, klettert dann da lang, oben oder unten soll uns egal sein. Hauptsache mal wieder ein bisschen in den Trend rein und gucken wir einfach, wo er raussteigt halt. Ne? Gut. Damit haben wir hier im unteren Bereich die Punkte alle fest. Die K.O.-Scheine haben wir gestern auch so gelassen.
Weil wir gesagt haben, grundsätzlich hier DAX vielleicht auch wieder ein bisschen runter. Oben muss man aufpassen, oben eh nicht unbedingt für die Aufwärtsstrecken geeignet. Das bleibt auch weiterhin dabei. Ne? Also für Aufwärtsstrecken würde ich dann eher zu dem greifen, für die Abwärtsstrecken für den. Heißt in so einer Bewegung halt tatsächlich dann eben mit dem arbeiten, ne? Dass man versucht, sich die Punkte rauszubeißen. Wenn der Markt jetzt wieder nach oben steigt, ist dann der eher in meine Richtung der die Wahl und nicht andersrum. Naja, das haben wir gestern auch relativ eindeutig nochmal gesagt. Und mehr kann ich Ihnen jetzt wirklich gar nicht mitgeben. Damit können wir es relativ kurz machen. Wünsche ich ansonsten schon mal ein schönes Wochenende. Die man nicht nochmal hört. Und viel Erfolg. Machen Sie nass hier, den Kollegen. Oder ziehen Sie ihn raus, je nachdem, was Sie brauchen. Also, viel Erfolg und bis Sonntag. Tschüss.